anschließende Film zum Buch, machten aber auch eine 15-Jährige zum prominentesten Junkie der Republik. Auf einmal wusste jeder, was mit Drücken gemeint ist und wie man Age akzentfrei ausspricht. Du bist halt einfach zu einem Symbol geworden und es belastet dich. Ja, weil das ist auch eigentlich unheimlich gefährlich für andere, wenn die mich als Symbol erkennen, weil ich selber noch auf der Suche bin nach meinem eigenen Symbol. Ich fand dieses Mädchen einfach faszinierend. Was ich damit eigentlich vorhatte, kann ich nicht genau sagen, weil ich zu der Zeit 15 gewesen bin. Das ist jetzt 6 Jahre her. Also ich kann es ja nicht mehr so genau erklären, warum. Ich wollte wahrscheinlich auch einfach mal, weil mir halt, ich hatte keinen Therapieleiter oder irgendjemand, der mir hilft oder wo ich mal reden konnte. Und war das waren so eine Art halt so genau, alles rauskotzen. Genau, das war halt einfach mal alles rauszuholen. Als ich das Buch zum ersten Mal las, hat mich das in so einen Bann gezogen. Es ist eins dieser Bücher, wo man nicht aufhören möchte zu lesen. Ich finde, dass diese Geschichte auch mal so die Decke mal weggezogen hat von dem, was schon existierte. Ja? Man hat mal gesehen, Mann, da brodelt es. Es ist was los. Ne? Das ist eine ganze Jugendkultur, die mit Drogen zu tun hat. Zu der Zeit, in der ich so unterwegs war, gab es genauso auch den Strich. Es gab auch den Mädchenstrich für junge Frauen, ne, da Kurfürstenstraße, hinterm Zoo, wo gab es auch Prostitution. Ja, auch viele Jungs, die sich da auch praktisch eine schnelle Mark gemacht haben, mehr oder weniger. Und das hat es noch lange gegeben, auch die Szene. Ich stieg U-Bahnhof Kurfürstenstraße aus und hatte urische Angst. Ich dachte an die Ratschläge, die Stella und Babsi immer für den Autostrich gaben. Keine jungschen Typen mit Sportwagen oder Amischlitten. Zuhälter. Ältere Typen mit Bauch, Krawatte, möglichst Hut sind okay. Am besten sind die mit Kindersitz hinten im Auto. Brave Familienväter, die mal eine schnelle Abwechslung von Mutti wollen und garantiert mehr Schiss haben als die Mädchen. Das ist für mich also eine Geschichte mit Problemen, die ja doch sehr nah an dem Problem eigentlich aller Heranwachsenden sind. Und die dann aber im Extrem, extrem endet. Und das fand ich den Reiz der Geschichte. Nicht einen Drogenabhängigen darzustellen als ein Alien aus einer anderen Welt, sondern zu sagen, der ist eigentlich wie du, wie ihr. Grob ihr Stadt rauskommen. Wie soll man aus einer Schule rauskommen, wo sie die ganze Stunde über nur schwatzen und Krach machen und man nichts verstehen kann? Am Ende fängst du halt selber an. Ich habe mir das die Schultasche halt also nach Hause gebracht und habe gleich die Tür wieder zugehauen und war halt dann also auf den U-Bahnhöfen. Das hat sich schon so ergeben auf dem Weg zur Schule. Überhaupt dieses auf U-Bahnhöfen rumstehen. Ideen von Kriminalisierung sehr schwierig worden. Dass es eine andere Perspektive auf Drogenkonsumentinnen zeigt, die eben jetzt nicht aus der sogenannten Counterculture, aus der Gegenbewegung, aus den studentischen Protesten sich rekrutiert, sondern dass es normale Kinder und Jugendliche sind aus den Vororten. Und vom Bahnhof Zoo, the one but not the only, es ist Christiane F. Man meint so, du kriegst irgendwann mal die Chance, diese Vergangenheit loszuwerden. Ja, das wird auf jeden Fall auch auf mich selbst ankommen. Hast du in den letzten 6 Jahren den Weg zurück in die Gesellschaft gefunden? Frag mal meine Nachbarn. Ja, meinst du, wissen das besser? Ja, vielleicht. Wie wirkt Heroin, wenn Sie das nehmen, nachdem Sie 4 Jahre lang nichts gehabt haben? Also nach so einer langen Phase clean sein? Mhm. Wie wirkt das? Wirkt es dann eigentlich relativ enttäuschend wie eine Schlaftablette? Ja, es wirkt wie eine Schlaftablette. Diese Frage, jetzt ist sie clean, jetzt ist sie wieder nicht clean.
Jetzt ist sie clean und jetzt ist sie wieder nicht clean. Und wenn sie nicht clean ist, müssen wir alle ganz böse mit ihr sein. Und wenn sie wieder brav ist und wenn sie wieder lieb ist, dann sind wir auch. Was ist denn jetzt, was du dich erkennst? Ja, ich lebe immer noch von den Tantiemen vom Buch. Weil ich kann dieses ganze Image schlecht wegschütteln, abschütteln. Es verfolgt mich doch immer wieder. Ich habe einfach nicht meine Ruhe gehabt. Man hat mich nicht in Ruhe gelassen, mit anderen Worten. Da sind immer irgendwelche Leute an mir interessiert, die mich einfach nicht ruhen lassen und mich nicht mein Ding machen lassen. Also weiter möchte ich da gar nicht drauf eingehen. Wir sind ganz allein in diesem Wahnsinnstal. Vor der übrigen Welt liegen ringsrum die senkrechten Kalkwände. Es kommt kein Geräusch von draußen rein. Das einzige Geräusch machen die Wasserfälle.